beschleunigt so stark, dass es also dann noch hinten weiter. Fass du kurz an und ziehst weg. Festhalten und wechseln. Oh, Moment. So. Hier scheint es dicht zu sein. Rennst ein so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 auf einer Seite. Wollen wir mal sehen, wie sieht es auf der anderen Seite aus? 1, 2, 3, 4, 5, 9 sind das. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oi, 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 hier sind zu viel. So, ich gebe das Kommando. Hallo, guckt hierher. Hierher gucken, seid ihr fertig? Ja. Boah, war wieder nichts. Seid ihr fertig? Ja. Und jetzt hau ruck. Und nochmal. Oh, jetzt, Mann. Wir brauchen noch Hilfe. Hau ruck. Hau ruck. Wir brauchen noch Hilfe. Kann noch jemand mit rumkommen? Hier auch von den Herren. Hau. Mit anfassen bitte. Hau! So. Ich begrüße Sie auf das Herzlichste hier zu unserem heutigen Spektakel. Wir wollen versuchen, gemeinsam mit 16 Pferden zu schauen, welchen Luftdruck wir haben und welche Kraft die Luft besitzt, die uns umgibt. Den technischen Part übernehmen. Ich versuche so ein bisschen Pläsier für Sie zu geben. Also, als Otto Gericke geboren wurde ich, wie gesagt, 1602 und mir war eigentlich, ja, ich wurde hineingeboren in eine Gericke-Dynastie, wenn man so will, denn die Gerickes waren schon seit Jahrhunderten im Rat der Stadt, der alten Stadt Magdeburg, in dem einen oder anderen Amt als Kämmerer, im Chefstuhl oder auch als Bürgermeister beschäftigt. Und so war es, ja, eigentlich würde man sagen, heute neumodern als Bediensteter der Stadt einnehmen sollte. Also ging ich nach der Privatschule, die ich bis 15 besuchte, als erstes nach Leipzig, um, wie man das heute nennt, ein Studium zu machen, um Jura zu studieren, denn das war die Voraussetzung eigentlich, um ja einmal in den Rat der Stadt Magdeburg gewählt zu werden. Leiden kam auch 1623, noch zuvor studierte ich auch noch in Jena Jura, machte meinen ja, man hat gesehen, die Kugel hat geschwebt. Ja, dann machen wir einen Versuch. Kurfürsten brauchte. Sie sehen also, innerhalb von 350, 60 schlappen Jahren hat sich in der Politik nicht sehr viel geändert. Hat also die Kurfürsten entschieden, Magdeburg wird nicht reichsfrei, sondern wird brandenburgisch. Und somit hatte der Kaiser die Stimme der Kurfürsten und alles war in Ordnung. Sind wir fertig, Steinmeister? Können wir? Also dann. 16 Pferde gegen den Rücken.
Also 1000. Endlich Ihr Futter verdienen. Und die Messung hat funktioniert, trotz einiger Bedenken, aber einwandfrei. So. Wir werden jetzt aber, nachdem wir die Pferde abgespannt haben, werden wir demonstrieren, dass die Kugeln wirklich nur von dem Luftdruck, der uns umgibt, zusammengehalten wird. So, was man hier hört, ist einströmende Luft. So, und wollen wir mal sehen. Man sieht, unsere Lohnknechte haben ordentlich gearbeitet, haben sehr gut gepumpt. Und was jetzt 16 Pferde nicht geschafft haben, schafft ein kleines Mädchen. Und jetzt ist die Luft drin. Und jetzt war es gleich die Luft. Da pumpt sich die auseinander und man sieht, es ist keine Zauberei.